Oh nein, Olivia, was? Was ist das denn? Ein Pappmacho? Ach, wem mache ich was vor? Olivia, das ist ein Pappmacho, Pocky. Das ist gar nicht gut. Nein, nein, Vorsicht. Oh nein, er fällt, er fällt. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King hier auf Katze. Weiter geht es in der westlichen Papiersandwüste. Ne, Quatsch, umgekehrt. Westliche Sandpapierwüste. So wird ein Schuh draus. Und wir müssen heute unbedingt den Professor finden. Denn der Professor weiß, wie wir das große Rätsel der Wüste lösen können. Aber bevor es soweit ist, werden wir hier noch im westlichen Teil der Wüste ein wenig aufräumen und hoffentlich vielleicht sogar hier den Professor finden. Wer weiß das schon? Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Paper Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. So, wer bist du denn? Wie hast du mich erkannt? Da muss ich wohl noch üben, bis ich als Kaktus durchgehe. Tschüss. Mach's gut. So, da haben wir auf jeden Fall ein Loch noch zu stopfen. Das machen wir direkt mal. Dann müssten wir alle Löcher hier gestopft haben, oder? Nee, noch nicht ganz. Anscheinend gibt es noch Löcher in der Papiersandwüste. Na gut. Es gibt auch immer diese goldenen Stellen. Was das genau zu bedeuten hat, weiß ich allerdings noch nicht. Oh. Was war das denn? Achtung, Achtung. Eine Krähe. Ja, mit der Krähe möchte ich mich allerdings nicht anlegen. Also nur, wenn ich muss. Okay, ich muss. Na gut. Dann zeigt doch mal, was ihr drauf habt, ihr kleinen Vögelchen. Und da kommen gleich noch Knochengumbas dazu. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, ist es gar nicht so schwer zu sortieren. Schaut mal. Tada, schon fertig. So, die kann ich mit dem Stiefel schnell besiegen. Und die anderen, die kralle ich mir mit dem Hammer. So, das war schon mal nicht schlecht. Gleich nochmal hinterher mit dem Stiefel. Und 1, 2, 3 und 4. Sehr gut. Okay, so weit, so gut. Jetzt ist der Gegner am Zug. Oh, Vorsicht! Die sind immer so hartnäckig. Und der böse Feueratem. Tja. Und jetzt ist er einfach davongerannt. Na, Teppichtörtchen. Der hätte ruhig hierbleiben können. Okay, Mario in Aktion und 1, 2 und 3. Ja, diese Knochengumbas, die halten verhältnismäßig viel aus. Da muss man wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Und sich bloß nicht einschüchtern lassen. Mario, jetzt nochmal. 1, 2 und 3. 3 exzellente Sprünge. So habe ich das am liebsten. Sehr gut gemacht. Okay. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier ganz viele Toads, oder? Was bist du denn eigentlich? Auch ein Toad. Hast du gewusst, dass wir alle Skelette in unseren Körpern haben? Ja, das weiß ich. Wer bist du? Grabestimmung hier. Okay. Und mit dir, mein Lieber? Schwammerl drüber. Bist du wenigstens ein bisschen freundlicher? Nicht wirklich. Voll zombig. Okay. Wir haben zumindest alle Toads gerettet, die hier verstreut waren. So, ich gehe da mal rein. Vielleicht finden wir ja den Professor hier. In diesem Turm. Oh, schaut mal. Das ist ein besonderes Zeichen. Das muss das Zeichen des Feuerpergamentons wahrscheinlich sein. Das leuchtet auf. Aber wir haben keine Möglichkeit, es zu verwenden. Dazu fehlt uns noch die Fähigkeit. Aber gut. Ich würde sagen, wir verlassen erstmal den westlichen Teil der Sandpapierwüste und sind jetzt wieder zurück auf der kleinen Sandpapierwüste. Und ich glaube, wir gehen nochmal zurück in die Stadt. Vielleicht ist in der Zwischenzeit der Professor ja wieder zurück in der Stadt.
So, ich parke nochmal hier. Charm City, super schöne Stadt. Knallbunt, selbst hier in der Nacht. Hey, alles okay? Prinzipiell hat es funktioniert. Vielleicht muss ich in größeren Dimensionen denken. Ja, vielleicht. Oh, hallo, mit dir habe ich schon gesprochen, oder? Die neue Lieferung mit Zubehör ist schon auf dem Weg. Komm doch bald mal wieder und bring einen Stapel Münzen mit. Schaut mal, da hinten, da ist doch irgendwas, oder? Ah, nachts ist das Wasser so schön. Also eigentlich immer so ohne Sonne. Kann man da irgendwie nach hinten kommen? Seht ihr das? Da ist doch so ein Eingang. Also irgendwas, wo man hingehen könnte. Sollen wir in der Rezeption nochmal nach dem Professor fragen? Olivia, das ist eine wirklich gute Idee. Wahrscheinlich werden sie an der Rezeption wissen, ob der Professor mittlerweile zurückgekommen ist oder eben nicht. Schauen wir mal, ob der Rezeptionist, der Herr, der Sniffet an der Theke, mehr Informationen für uns hat. Hallihallo, wir wollten mal kurz was nachfragen. Danke für die Hilfe. Das Zimmer ist schick, aber dennoch geschmacksvoll. Ich bin möglicherweise etwas auf dem Bett herumgesprungen. Keine Sorge, das passiert ständig. Da fällt mir noch etwas ein. Ihr Kollege schien ein besonderes Interesse an einem unserer Dekoartikel zu haben. Ich wollte zwar nicht verkaufen, aber Ihr Kollege war sehr hartnäckig. Also habe ich ihm das gute Stück für einen möglicherweise leicht überhöhten Preis überlassen. Aber da ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe, warum nehmen Sie nicht auch ein? Kostenlos! Sonnenräucherwerk. Räucherwerk mit dem wohligen Duft warmer Sonnenstrahlen. Ah, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank. Nun, wenn Sie gehofft hatten, Ihren Kollegen zu treffen, er ging fort, befürchte ich. Wir bieten keinen Concierge-Service an. Doch vielleicht sollten Sie am Wüsteninfoschalter in der Stadt fragen, um sich nicht zu verlaufen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Okay, anscheinend ist der Professor wirklich noch da draußen in der Wüste. Und hey, wisst ihr, was wir jetzt haben? Dieses Räucherwerk. Und ich habe eine sehr, sehr starke Vermutung, wo dieses gute Stück hin muss. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Willkommen beim Wüsteninfoschalter. Wie kann ich Ihnen helfen? Erzähl mir was. Ah, die große Sandpapierwüste. Die größte Wüste in unserer Region. Viele Besucher kommen wegen der Vogelstatuen. Auch der Solaraltar ist durchaus eine Reise wert. Was gibt's noch zu erzählen? Ah ja, die kleine Sandpapierwüste. Klein, aber trotzdem oho. Sie finden diese Wüste direkt vor den Toren von Sniff City. Links und rechts von jener Einöde finden Sie außerdem noch kleinere Exemplare dieses Landschaftstyps. Und die Türme noch. Ah ja, die Türme in der Wüste. Ihr mysteriöses Aussehen fasziniert Touristen und Einheimische schon seit Generationen. Weitere Türme finden Sie jenseits des linken und rechten Tors am Eingang der Stadt. Das war's, danke. Okay, weitere Informationen, vor allem auch zu den Türmen, dass ich diese links und rechts von der Stadt finde, das ist schon mal gut zu wissen, für einen späteren Zeitpunkt. Allerdings beantwortet das nicht die Frage, wo wir den Professor finden. Um es kurz zu machen, wir müssen weitersuchen. Aber, wie ich bereits sagte, ich habe eine Vermutung, was wir jetzt mit dem Sandpapier-Räucherstäbchen, mit diesem Räucherröhrchen machen werden. Und zwar müssen wir jetzt zu der, nun ja, wie soll ich sagen, Kartoffelsuppe oder Kürbissuppe. Zu dem komischen Ding da hinten. Das in dem Kessel. Wir nennen es einfach mal die leckere Kürbissuppe. Okay. Möchtest du hier nicht vielleicht dein Spiel speichern? Okay. Nö, eigentlich nicht. So. Einmal das Sonnenräucherwerk. Achtung. Ui, schaut mal. Der Duft. Oh, da raucht was. Und der Rauch? Er duftet wie ein sonniger Tag. Ah, es fühlt sich an, als würden wir einfach nur in der Sonne liegen und müssten uns um nichts Sorgen machen. Ui, es wird windig. Ziemlich windig. Oh, was ist das denn? Oh, oh, wow, mein Auto, wow. Oh,
Alles okay, Olivia? Oh nein, ein Sandsturm. Sitzen wir hier in der Falle? Ich habe Angst, Mario. Was wird bloß als nächstes passieren? Keine Ahnung. Oh, sieh dir nur diese Stacheln an. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Es könnte ja ein netter Kaktus sein. Hallo, Kaktus. Ich bin mir nicht sicher, was... Oh, es ist ein Pocky. Ein Pappmacho-Pocky. Ach, wie mache ich was vor? Oh, weia. Das ist gar nicht gut. Das kannst du laut sagen. Achtung, es fällt auf uns. Oh, ja. Alles okay? Okay, wir müssen aufpassen. Am besten steigen wir schnell in unser Stiefobil. Denn dann sind wir schneller. Schneller als dieser Wüstenkaktus. Achtung, Achtung. Wir müssen ihn irgendwie besiegen. Das hat uns gerade noch gefehlt. So, schaut mal. Da sind die ganzen Sticker von König Ollie. Die wir mit dem Hammer jetzt kaputt machen müssen. Okay, ich sehe schon. Mit dem Stiefobil dagegen zu fahren, das bringt schon mal nichts. Aber dafür mit dem Hammer. Oh, schaut mal. Das hat ja super funktioniert. Direkt bei dem ersten Schlag. Also schnell zurück in das Auto. Und weiterfahren. Bloß nicht treffen lassen. Na, wo ist er? Oh, oh, ich sehe schon. Da passiert was. Vorsicht. Eieieiei. So, so schnell weg, schnell weg. Oh, da ist er wieder. Da kommt er zurück. So, wow, das war ein richtig starker Treffer. Und jetzt rollt er uns noch hinterher. So, da ist aber ein Knopf oder ein Sticker. Boah, sehr guter Treffer. Zwei hat er noch, zwei Elemente. So, also schnell zurück in das Stiefobil und weiterfahren. Huiuiui. Also hier geht ja wirklich die Post ab. Oh nein! Diese Wirbelstürme sind auch äußerst gefährlich. Und das sieht aus wie ein Blättertanz von Giflor. So, Achtung. Dreht er sich? Nein, meine Chance. Oh nein, ich bin zu spät. Nee, doch nicht. Eine wahre Spannungsfeuerwerk. Hier geht's wirklich ordentlich zur Sache. So, Achtung, da ist er schon wieder. Und er versucht uns zu überrollen. Aber das lassen wir nicht zu. So, Achtung. Uiuiuiui. So, sehr gut. Mal schön weiterfahren, nur nicht treffen lassen. Und wumms. So, jetzt muss ich warten, bis ich auf seinen Kopf kann. Und zack, hab ich's, oder? Ja, ich hab's geschafft. Das war's dann wohl, mein lieber Pocky. Hä? Schaut mal, wer ist das denn? Da flog doch gerade jemand heraus, oder? Alles in Ordnung? Au! Oh. Sieh dir nur diesen komischen Klumpenschnipsel an. Ich bin gerettet. Oh, vielen Dank. Du wurdest von einem Kaktus gefressen. Wie war das denn so? Nun, insgesamt hätte ich auch wesentlich schlimmer. Augenblick mal. Wer bist du? Jemanden wie dich habe ich noch nie zuvor gesehen. Bist du einer der alten Falter? Sag es mir. Halt? Ich? Puh. Nein, ich bin nur Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Und was ist mit dem Altar los? Wer war das? Das waren wir. Ja. Es scheint, dass die alten Rituale korrekt ausgeführt wurden. Oh, du kannst diese Schrift lesen? Aber selbstverständlich, ich bin Gelehrter der alten Künste. Dies ist in der Schrift der alten Kultur geschrieben, die hier einst existierte. Sie zu studieren ist mein Lebenswerk. Endlich haben wir einen Übersetzer gefunden. Ohne wären wir wirklich aufgeschmissen. Ach, ich bin ja so aufgeregt, dass uns jetzt ein echter Professor hilft. Oh, aber vorher noch eine Frage. Was sind denn die alten Künste? Nun, die alten Künste befassten sich mit dem Studium der alten Falter und ihrer Kultur, die hier vor langer Zeit existierte. Der Legende nach soll einer von ihnen noch unter uns weilen.
Nach dieser Person habe ich jetzt bereits eine ganze Weile gesucht. Ich habe meine ganze Karriere dem Studium ihrer wundersamen Zivilisation hier in der Wüste gewidmet. Besonders interessiert mich eine legendäre Gestalt aus dieser Zeit. In den alten Texten wird er nur als Kapitän Töd bezeichnet. Dieser Name sagt mir etwas. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ihre Forschungen klingen sehr kompliziert, Professor. Aber unser Problem ist auch kompliziert. Die Luftschlange in der Wüste. Moment mal. Könnten Sie vielleicht mit uns kommen und uns helfen, die mysteriöse Schrift zu entziffern? Das würde uns wirklich weiterbringen. Meine Forschungen nach müssten sich hier in der Wüste weitere Hinweise auf den Kapitän finden lassen. Apropos Hinweise. Ich habe gerade diesen Altar untersucht, als ich verschlungen wurde. Es besteht die nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass ich erneut verschlungen werde, sollte ich meinen Forschungen allein nachgehen. Ah, doch mit Mario an meiner Seite bin ich um einiges zuversichtlicher, was meine Zukunftsperspektive angeht. Aber ich schweife ab. Ich nehme euer Angebot an. Vielleicht können wir gemeinsam das Rätsel des geheimnisvollen Kapitän Tö lösen. Toll! Es ist so aufregend, mit einem richtigen Professor zu arbeiten. Nun, freu dich lieber nicht zu sehr. Die meiste Zeit verbringen wir damit, alte Relikte zu entdecken und durch die Gegend gejagt zu werden. Jedenfalls meine ich, im ersten Stock meines Hotels recht interessante alte Zeichen gesehen zu haben. Sollen wir uns die einmal ansehen? Toll! Sie helfen uns jetzt schon so viel weiter. Ich bin schon gespannt, was Sie uns vorlesen werden. Okay, willkommen im Team, lieber Professor Toad. Dann würde ich mal sagen, wir steigen mal schnell in mein Superstiefobil. Na, was ist das denn? Mario, schau doch mal, der Boden hier glänzt. Der archäologische Fachbegriff für so etwas ist ein offensichtlicher Hinweis. Vielleicht ist hier etwas vergraben. Mit eurer Hilfe sollte ich an dieser Stelle eine Ausgrabung mit der Schaufel vornehmen können. Stellt euch an den Punkt, an dem ich graben soll, und drückt runter. Okay, das sollte ja nicht so schwer sein. Das hätten wir. Tada! Aha, siehst du, was ich meine? Wir sind auf einen Schatz gestoßen. In weichem Boden, wie etwa Sand oder Erde, kann ich graben. Selbst wenn er einmal nicht leuchtet, drücke dazu einfach runter. Halt also immer ein Auge offen nach verdächtigen Stellen, an denen es sich lohnen könnte zu graben. In Ordnung? Okay, super. Das erklärt jetzt auch, was die komischen leuchtenden Stellen zu bedeuten haben, die man auf dem Boden sehen kann. Sicherlich sind viele, die ganz hell sind, nur Bereiche, wo es Gold gibt. Dieses Vehikel ist perfekt für die Wüste. Danke, Professor. Das stimmt wohl. So, dann fahren wir mal in die Stadt. Wie schon gesagt, der Professor meinte, dass er im Hotel etwas entdeckt hat. Davor graben wir jetzt hier nochmal kurz. Vielleicht ist da noch was. Oh ja, ein goldener Hammer. Cool, lässt seine Gegner beim Durchklopfen Münzen verlieren. Ah, wahrscheinlich kriege ich dann mehr Münzen, wenn ich die Gegner mal so ein bisschen durchklopfe. Also, genau, wie die Erklärung schon sagte. Ganz einfach zu verstehen. So, dann mal zurück nach Charm City. Jetzt mit dem Professor im Gepäck, der uns hoffentlich helfen kann. Parkplatz frei für Stiefobile, einfach abstellen und abrauschen. Ah ja, Entschuldigung. Ich muss ja parken, ich darf mit dem Stiefobil nicht durch die Stadt rauschen. Das ist ja gegen das Gesetz. Okay, kein Problem. Verstehe ich voll und ganz. Dann gehen wir doch mal da rein. Klingelingeling. Ist jemand zu Hause? Hier geht immer die Luzi. Hier ist immer Party angesagt. So, mein lieber Professor, da oben sind die Zeichen. Ah, da sind noch mehr von diesen Schriftzeichen. Sehen wir mal. Aha, vier Toads blicken auf einen Ort. Chamses Tempel erhebt sich dort. Ach, der Tempel von Chamses. Eine uralte Legende.
Angeblich gab es einst ein gewaltiges Gebäude in dieser Wüste, erbaut von den alten Faltern. Doch bis heute hat man keine Spur davon gefunden. Aber das hält uns Archäologen im Geschäft. Aber vier Objekte drumherum. Sind das Augen? Die sind richtig gruselig. Es fühlt sich an, als würden sie mich beobachten. Das ist ein wertvoller Hinweis. Etwas obskur, aber nichtsdestoweniger wichtig. Mhm. Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Du kannst sie dir durch Drücken von L ansehen. Okay, und was ist das, Herr Professor? Wo Pilze in den Himmel steigen, zeig ihren Augen Feuerreigen. Da kommt etwas aus den Augen. Sieht das nicht aus wie jemand, den wir schon mal gesehen haben? Ich habe die Übersetzung in meinen Aufzeichnungen festgehalten. Ja, ja. Einfach L drücken und dann kannst du es lesen. Und was ist das hier, Herr Professor? Versammle sechs und sage nie, des Feuers Geist beschwöre sie. Hey, ist das so eine Art Vogel? Ich habe Angst, dass er geröstet wird. Aha, auch das habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Und dann haben wir noch das hier, Professor. Das Pergamenton im Verstecke gut, spricht die Formel voller Mut. Die sechs, sie helfen resolut. Wenn wir eine Beschwörungsformel brauchen, warum steht sie da nicht hier? Was soll denn rechts bedeuten? Vielleicht geht dort entlang? Ach du dicke Doktorarbeit. Der Rest muss sich auf der anderen Seite der Tür befinden. Ah, Verzeihung. Ich befürchte, dieses Zimmer ist belegt. Suchen Sie den Gast aus diesem Zimmer? Er trägt grüne Kleidung und ein Schnurrbart, dem Ihren gar nicht unähnlich. Oh, und er sagte, dass er einige unserer Händler vor Ort besuchen wollte. Vielleicht finden Sie ihn ja dort. Ein Gast in Grün? Könnte es der gleiche Typ in Grün sein, den wir kennen? Und mir haben Sie gesagt, das Zimmer werde renoviert, wie dem auch sei. Finden wir diesen Gast und bitten wir ihn, uns hineinzulassen. Das ist eine sehr gute Idee, Professor. Ich habe die Übersetzung natürlich auch festgehalten. Okay, wir finden das auf jeden Fall heraus. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Mehr Abenteuer, werbefreie Videos findet ihr im Katzeclub. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bleibt katzastisch!